Dies die Kategorie zwischen 1,72 Meter und 1,79 Meter. Die Kategorie, in der die meisten Bodybuilder einzuordnen sind, relativ selten, dass man es mit 1,90 Meter großen Hünen zu tun hat im Bodybuilding. Je größer die Athleten, oft auch je länger die Arme und je länger die Beine, desto schwerer ist es, Muskeln aufzubauen. Okay, 100. Es hat sicherlich auch gewisse Vorteile im Bodybuilding, lange Gliedmaßen zu besitzen. Es lässt sich einfach mehr Muskelmasse aufbauen, ohne das Ganze dadurch gleichzeitig unproportional wenig ästhetisch erscheinen zu lassen. Aber es ist einfach ein Erfahrungswert, dass die meisten Bodybuilder der internationalen Spitzenklasse um die 1,80 Meter groß sind. Wir beginnen diese Klasse von Athleten, die zumeist knapp unter 1,80 Meter liegen, mit Mohamed Mohsen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Mann, der ganz offensichtlich an seinem Posing gearbeitet hat, der sein Posing gut choreografiert hat, der aber vielleicht nicht in allerbester Wettkampfform zu sein scheint.